So, wie sich das auswirkt, sieht man erst, wenn man draußen ist immer. So, jetzt sehen wir nämlich so aus. Ah, jetzt sind wir schon mal ein bisschen Ochse. Gut, dann gucke ich mal ganz kurz auf die Map. Wo gibt es Klamotten? Hier, auch guck mal, gleich zwei Stück, Junge. Können wir shoppen. Ein Traum jeder Frau. Mit 50.000 Euro mal shoppen gehen. Könnte ich mir vorstellen, also fast jeder Frau. Gibt ja auch Frauen, die nicht so auf Shoppen stehen. So, zack. Ich weiß gar nicht, ob Bingo dann auch verschiedene Sachen hat. Keine Ahnung. Naja, wir gehen erstmal hier rein. Und ja, schauen. Come in, come in. Erstmal gucken. Ich glaube aber nicht. Nee, die haben nämlich das Gleiche. Na gut, ist erledigt. Die haben so ungefähr das Gleiche. Thank you, sir. Thank you, sir. Dann gucken wir, was die andere Butze da hat. 99 Cent. Everything 99 Cent, bitches. Zip 7. Oh, Alter, was ist denn hier los? The well-stacked pizza. Zip, da gehen wir mal rein. Da war ich zwar auch schon einkaufen. Allerdings. Ein Customer. Kommen wahrscheinlich nicht so viele Kunden rein, ey. Das ist schon scheiße. So. Wie gesagt, hier war ich zwar schon. Braunes, gelbes, graues Hemd. Ich verstehe nicht, warum die nicht so schwarze Hemden haben oder so. Ja, wir kaufen uns das jetzt. Für 48 Dollars. Haben die hier keine Jacken, so, weiß nicht, so eine. Nicht Jeansjacken, sondern. Pff, keine Ahnung. Lederjacken oder so. Ich weiß auch nicht. Schwarz, blau, blaue Shorts. Nee, blau wollen wir nicht. Blaue Kackihose wollen wir auch nicht. Graue Stiefel, Alter. Nee, lass mal. Ketten, Blattkette, Goldkubaner, Uhren, da habe ich die, glaube ich, sogar. Sonnenbrillen, die habe ich nicht. Kopfbedeckung, schwarze Sonnenbrille, Karo Sonnenbrille, Cap, rückwärts, dies, das, nein. Wir kaufen uns jetzt einfach das, wir werden jetzt mal ein bisschen damit rumhotten. Mal gucken, hat sich das Sexappeal hat sich irgendwie nicht verändert. Aber wir tragen jetzt erstmal das hier. Na gut, dann waren wir jetzt mehr oder weniger erfolgreich shoppen. Und dann, was mache ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir werden mal zu Wusi gehen. Das alte Haus mal ein bisschen besuchen hier. Na, wer ist denn da? Elvis erlebt! Mal schauen, was der Wusi hier getrieben hat. Na? Und ich brauche ein geiles Auto. Ich muss mir ein Auto klauen hier. Bist du ein geiles Auto? Ah, du bist so ein Geht-so-Auto, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein! Haha, Hilfe! Halt. Halt, stopp. Es sieht schon aus wie eine relativ schnelle Karre. Ja, das ist auch ein Infernus. Der sollte schnell sein. Es gibt aber natürlich noch geilere Autos, ne? Ich meine, wie zum Beispiel die Karre hier. Ich habe ganz kurz. So, das ist doch. Das ist doch wohl. So, geh mal raus hier. Arschkeks. Mein Auto. Bam, bam. Turismo. Gleich mal Unfall bauen, damit ich mich wohlfühle. Ne? Wohlfühle in diesem Auto. In diesem vehikligen Vehikel. Und hier sind wir schon am Casino. Geh ins Four Dragons Casino und triff dich mit Wusi. Das Coole, ich glaube, ich kann hier speichern, wie man sieht. Das werde ich auch mal direkt tun. Auch eine geile Karre da drüben. Also das ist die, die ich, glaube ich, gerade weggegeben habe. Ich speichere erstmal und dann bis gleich. So. Dann
wollen wir mal. Ich finde es schade, man kriegt die nicht so... Oh, das Sex-Speed ist aber recht hoch. Nice, nice. Finde ich gut. Hallo, was, du hast mich Lady genannt? Hallo, ich bin kein Ladyboy, ja? Vielleicht bist du ja einer. SCH-Lampe, du. Es könnte ein bisschen Probleme geben mit YouTube. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es einfach mal probieren. Ich sehe mal ein bisschen voraus aus. Ich werde es einfach mal hochladen. Wenn es gerendert ist. Und dann... Ja, will ich mal testen. Ich kann, glaube ich, auch spielen. Ah, hier. Joy 13, um Poker zu spielen. Mach mal. Keine Ahnung mehr, wie der Scheiß geht. Ohne Witz. Einsatz, ja, komm, wir machen 100 Dollar. Kein Problem, Junge. Yeah. Aha. Toll. Aber wobei, ich... Ha, hm, ha, ha, ha. Was anderes. Ich halte das, das, das und das. Toll, 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 toll. Ja, gib mal nochmal. Wir machen mal noch eine Runde. Warum nicht, warum nicht, warum nicht. Geben. Nein, oh, falsch rum. Die Automaten sind scheiße. Oh nein, oh nice, Junge. Da, pff, tja. Ja. Bam! Ding, 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 ding. So. Hier ist auch Poker, hier ist auch Poker. Aber es gibt hier auch das. Ich werde jetzt voll. Wir werden spielsüchtig, habe ich gerade beschlossen. Die nächsten 300 Folgen werden wir nur noch hier verbringen. Scheiße! Ich habe verloren, ich spiele jetzt hier. Man kann leider nicht an mehreren Automaten gleichzeitig spielen, das ist doof. Würde ich dann einfach mal machen. Ach man, way, überall verliere ich Geld, das ist doch scheiße, ja. Roulette, Roulette, aber wir können nur hier Roulette spielen, glaube ich. Ja. Hallo. Ich möchte auch Roulette spielen. Ich kann hier Blackjack können wir mal spielen. Was ist denn? Oh, vielleicht ist das ein bisschen... Mindesteinsatz. Ja, komm. Dollar. 15, was sind 15, Alter? Thank you, sir. Have a nice... Scheiße, ist mir... Oh. I don't think so. Kacke. Please place your bet. Voll die guten Karten gehabt. 16. Moment. Das ist die falsche Taste. Mann, Dollar, ich muss erstmal. Nein, das ist nicht schlecht. Wie ist denn keine Karte? Warum kriege ich denn, egal was ich mache, eine Karte? Willst du mich verarschen? Wenn ich jetzt mal 15. Also Joy 15. Entweder ich mach. Nee, aber doch. Warum kriege ich hier eine Karte? Ich denke, das ist doch Joy 15, oder nicht? Na toll. Yay, yeah, ich hab einen Dollar gewonnen. Ich hab gewonnen, da gehe ich wieder. Was haben wir hier? 10.000. Mhm. 10.000. Mhm. Oh, guck mal. Der ist ja süß. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann, ich möchte keine Karte. Das ist irgendwie gerade ein bisschen... Das macht mich sehr traurig. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it... What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah. It's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off.
So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, then he sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. Ich meine, geile Karriere. Von so einem, weiß nicht, kleinen Gangster. Na? Hey, hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. Ooh, yeah. You got any idea in that pea-brain head of yours who the fuck I am? Mir scheißegal, ich muss irgendwie auf den Highway kommen. Oder Freeway oder whatever das ist. Oder hier rauf, weil ich muss nämlich schnell fahren. You are messing with the wrong people. Ich muss es glaube ich voll kriegen, ne, den Balken. What are you doing now? So, wir fahren mal ein bisschen Gegenverkehr, würde ich sagen. Oh, what the fuck? Alter. Ist mir zu gefährlich. Ich war wieder hier. Fahr auf der falschen Seite. Ja, ich weiß, aber das ist mir auch ein bisschen zu gefährlich, Junge. Habe ich schon selber auch Angst. Außerdem fahren da immer Autos, das ist voll doof. So. Ich kann aber auch hier auf der falschen Seite fahren, ne? So, wir gehen einfach mal voll Stoff. Alter, geile Karre. Nice one. Okay, jetzt ist mir das echt ein bisschen zu gefährlich hier, die ganze Geschichte. Einfach nochmal umdrehen. Gas geben. Und ich denke, er wird gleich auspacken. Oh, was? Ich hab wie getötet? Kann gar nicht sein. Wie hab ich ihn denn getötet? Vor allem ich? Hallo? Ich töte nie jemanden. Der ist einfach runtergefallen. Ach, Mann ey. Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Weg da. Ich war. Das ist eine geile Karre. Wenn da ein Rallye-Streifen drauf ist, dann sind die immer schnell. Muss ja so sein, dass wäre kein Rallye-Streifen drauf, ne? So, dann machen wir die Mission nochmal. Ist ja kein Problem. Warum denn auch nicht? So. Achso, hier drin darf ich ja nicht mehr sprinten, richtig. Das ist ja verboten. So, weg. So, weg. Ja, komm, weg jetzt. Wir müssen... Oh, nein. Nix, who the fuck are you? Wir müssen direkt losfahren. So. Mit Sicherheit macht die hohe Geschwindigkeit Angst. Mir aber auch. Oh. Das Problem ist, das darf mir natürlich nicht so oft passieren. Haha, dann ist er nämlich tot. Das ist blöd. Ich merk schon. La 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 la. So. Achso, das wird ihn beunruhigen. Ich hab dachte, da steht beruhigen. Hätte ich jetzt auch verstanden, wenn es ihn beruhigt, ich meine. Aber da muss ich echt aufpassen, ey.
So, zack. Ne? Fahr mal ein bisschen hin und her hier. Nö, nö. Guck mal, ich finde auch cool, dass hier die Polizeiautos ein bisschen anders aussehen. Zumindest habe ich das Gefühl. Finde ich schon ziemlich cool. Ja, mir aber auch gerade, mein Freund. Da hast du recht. Ich fahr mal hier lang. Vielleicht gefällt dir die... Hallo. Hättest du die Windel mal niemals abgelegt, dann wäre das jetzt nicht so schlimm. Ey, ich fahr Vollspeed, das interessiert ihn irgendwie nicht. Ja, ich fahr doch gerade mit hoher Geschwindigkeit. Vor allem, das interessiert auch keinen, dass... Sorry. Dass der hier auf dem Auto gestaltet ist, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch mal hier fahren nochmal. Schon wieder? Sag mal, du bist ein ganz schöner Hosenscheißer. La 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 la. Ich fahr doch auf der falschen Seite. Das... Scheiße. Das erhöht sich gar nicht jetzt. Was soll das denn? Ohne Spaß. Das ist doch voll doof. Du machst dir keine Angst? Okay, pass auf. Ich mach die Augen zu und fahr einfach. Mal gucken, ob dir das Angst macht. So. Irrsinn-Stunts, wo soll ich denn jetzt einen Stunt herbekommen? Ich muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht so gegenfahre. Ich weiß nicht, wo ich einen Stunt herbekomme. Ohne Spaß, ey. Wo bekomme ich einen Stunt her? Vor allem hier, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ey. Ja gut, das kann ich auch nochmal probieren. Na, ah, das hat doch gut funktioniert. Das funktionierte aber vorzüglichst. War das auch, war auch nicht schlecht. Wenn ich Glück habe noch einmal, dann war es das, weil ich weiß nicht, wo ich die Irrsinn-Stunts herbekomme. Verrückte Mongo. Ah. Mhm. Which family? The Sendako family, you idiot! That's all I wanted to hear. What? Oh shit! So, dann können wir wieder zurückfahren. Kriegst du vielleicht auch kein Freispiel und dann passt das schon. Ich denke, da freust du dich bestimmt auch sehr drüber. Wenn du das Fünffache bezahlen darfst. Wenn man sich da nicht freut, dann weiß ich auch nicht. Was macht er hier? Hat sich ein bisschen verfahren, kann das sein? So, jetzt darf er natürlich auch nicht sterben, sonst das wäre auch ziemlich doof. So. Deswegen fahren wir hier einfach mal über diesen komischen Parkstreifen. Juhu, und jetzt bin ich tot. Scheiße. So. Wohlbehalten zurückgebracht. Er hat sich nur ein bisschen, naja, dreckig gemacht, sagen wir es mal so. Aber sonst war es ganz nett mit ihm. Ja. $5,000. Ein bisschen wenig, finde ich gerade, aber gut. Naja, was soll's. Passt schon.